Das Rhizom muss also die Subjekte ihrer Zeit, ihrer Präsenz, ihrer Existenz, ihrer Essenz, ihrer Augenblicklichkeit, ihrer Gegenwärtigkeit berauben, damit es sie funktionsfähig macht für die Handlungen. Die Erhaltung der Körper, die Fortsetzung der Rasse ist wichtiger als die Selbsterkenntnis des Eigenkörpers. Die Rückeroberung der eigenen Existenz setzt diese Kenntnis der Verhältnisse voraus, nämlich zu wissen, dass die Präsenz, Existenz, Essenz, Existenz sich in bereits jedem Augenblicklichkeitsoberfläche befindet. Vor allem gut sichtbar in einer Oberfläche, wenn der Lichteinfallswinkel so ist, dass die Schattenkontrastierungen wegen Nichtblendung des Auges und Weitstellung des Fokus und der Pupille umso viel beeindruckender im Weitwinkelblickfeld blendfrei wahrgenommen werden können.